Es wird wärmer, Leute. Wir kommen langsam von unserem Swift-Ergometer runter auf die Straße und die einen oder anderen von euch überlegen jetzt gerade nach einem Trainingslager zu schauen. Wir hatten die Tage ja schon mal unsere Trainingslagerpläne vorgestellt. Für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hier unten findet ihr einen Link, da könnt ihr direkt nochmal drauf schauen. Trainingsinstruction für euch, für euer Trainingslager. Höchste Zeit, sich also mit der Thematik Trainingslager mal auseinanderzusetzen und ob es wirklich sinnvoll ist, am Stück 10 oder 14 Tage mein Trainingsvolumen deutlich zu erhöhen, aus der Winterphase heraus. Kriege ich dadurch einen Boost oder mache ich mich da eher kaputt? Das Trainingslager allgemein im Frühjahr soll uns ja ermöglichen, wenn wir uns irgendwo einquartieren, ob Malle, Lanzarote, Calpe oder Girona, dass wir unser Trainingsvolumen vielleicht sogar steigern können, unsere Intensität steigern können, dass wir uns mal hundertprozentig wirklich auf das Training konzentrieren können, unser sportlicher Output, unser Leistungsoutput dann maximiert wird. Dabei ist es entscheidend, unsere Trainingsvolumina deutlich zu erhöhen, unser Kalorienverbrauch zu erhöhen, aber allerdings immer noch angepasst auf unser Leistungszustand. Das heißt, man muss es sukzessive steigern. Aber wenn ich jetzt mein Training von, ich glaube mal, ich sag mal so 10 Stunden die Woche auf 20, sogar 25 Stunden die Woche erhöhe. Was passiert denn mit meinem Körper? Was können wir denn machen, damit wir potenzielle katabole abbauende Prozesse nicht ganz so im Vordergrund stehen? Und dann schauen wir zunächst einmal die Makronährstoffe an, Proteine und Kohlenhydrate. Und wenn wir uns die Kohlenhydrate anschauen, dann sagen wir immer wieder, Kohlenhydrate, Leute, führt auf jeden Fall ordentlich nach während der Trainingseinheit und nach den Trainingseinheiten, vor allem halt während den Trainingseinheiten. Und wenn wir uns einmal anschauen, ein Paper von Jürgen Trupp, dann hat er einmal ein Trainingslager mit Läufern untersucht und hat dann feststellen können, dass eine höhere Kohlenhydratzufuhr, da reden wir von 8,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, das könnte man für euch ausrechnen, gegenüber einer moderaten Kohlenhydratversorgung von 5,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag eine deutliche geringere Reduktion der Leistungsfähigkeit innerhalb eines Trainingslagers darstellt. Sprich, wenn ich halt Kohlenhydrate deutlich hochfahre, vermeide ich zwangsläufige entstehende abbauende Prozesse im Trainingslager. Also irgendwo werde ich hinten raus schlechter, dann hast du auf jeden Fall einen Trainingsreiz gut gesetzt. Und wenn ich meine Kohlenhydratzufuhr deutlich erhöhe, dann wird dieser Abfall der Leistung gar nicht so stark. Sehr, sehr sinnvoll, also die Kohlenhydratzufuhr deutlich zu erhöhen. Als nächstes reden wir über Proteine. Muss ich jetzt also in meinem Trainingslager auch meine Proteinzufuhr deutlich erhöhen? Dann haben wir eine Studie von Hansen et al. 2016, die schreibt sogar in den Titel Protein Intake during Training Sessions has no effect on performance and recovery during a strenuous training camp for elite cyclists. Also die haben wirklich ein Profi-Radsportteam sich rausgesucht und haben halt festgestellt, dass wenn ich Proteine zuführe im Sinne von Recovery Shake mit Whey-Protein war es in dem Fall, bei einer Ernährung gleichzeitig, wo ich einen Proteinhaushalt von 1,7 Gramm pro Kilogramm pro Körpergewicht über den Tag sowieso schon zunehme, dass ein extra Proteinshake keinen Effekt hat, meine Leistung oder meinen Leistungsverlust gegen Ende des Trainingslagers abzufangen. Das heißt, ich muss nicht per se mir immer die Recovery Shakes reinhauen oder anders gesagt, wenn ich es nicht tue, heißt das nicht, dass es das Training so immens reingehauen hat, dass ich in den nächsten Tagen nicht mehr weitermachen kann. Was ich relativ interessant finde, ist, wenn man sich mal die Daten anschaut, die sie untersucht haben, vor allem dann die metabolischen Werte, CK, also Kreatinkinase, deutlich angestiegen. Das ist ein Marker für Zellzerstörung. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, oder andersrum, das ist sehr zwangsläufig, dass es passiert. Wir trainieren sehr viel, wir machen auch viel Intensität, viel Umfang und dass so ein Marker dann nach oben geht, ist auf jeden Fall sowieso sinnvoll. Das heißt, wir können auch sagen, in der Studie war auf jeden Fall katabole Stoffwechsellage zwischendurch der Fall. Weiterhin auch sowas wie LDH, Lactat-Dehydrogenase, stieg auch an, auch ein Zeichen von Zellzerstörung. Das heißt, wir haben Impact vom Trainingslager, haben wir auf jeden Fall mit drin. Ebenfalls Cortisol stieg an, sogar höchst signifikant zu Tag 1, also höchst signifikant, dass der metabolische Stressfaktor deutlich höher ist als am Anfang. Das heißt, ein Trainingslager hat einen deutlichen Impact auf mein System. Weiterhin konnten die Autoren feststellen, dass die Probanden im Mittel jetzt nicht deutlich an Gewicht verloren haben. Das heißt, wir können jetzt nicht davon oder wir können davon ausgehen, dass sie jetzt nicht immens an Muskelmasse verloren haben und deutlich an Leistung deswegen verloren haben. Aber vor allem sehen wir auch, dass die Proteinzufuhr da keinen Einfluss genommen hat. Also Gewicht blieb relativ gleich, wenn sie dann wiederum auch vor allem die Ernährung drumherum entsprechend auf das Trainingsvolumen angepasst haben. Das bedeutet einfach für unsere Ernährungsstrategie im Trainingslager, denkt dran, dass ihr deutlich mehr Energie jetzt umsetzt. Also die Ausfahrt ja durchaus Richtung 3.000 bis 4.000 Kilojoule, Kilokalorien ja schon mal lang sein könnten und dass ihr entsprechend dort auch eure Ernährung anpasst. Sprich, wenn ihr nochmal 2.000 Alltagsumsatz dazu addiert, dann seid ihr noch 6.000 Kilojoule Energieumsatz und wenn ihr dann morgens und abends nicht richtig reinhaut bzw. auf dem Rad vergesst zu essen, dann wird das Trainingslager eher in eine katabole Richtung und dann müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Wenn ihr die ganzen also den Hinweis mitnehmt, dass ihr eure Gesamtzufuhr erhöhen müsst, habt ihr meistens auch jegliche andere Makronährstoffe, sprich Fette, dann halt die Kohlenhydrate und Proteine abgedeckt, auch Mikronährstoffe und nachher auch in den Mineralstoffen alles abgedeckt, wenn ihr euch gesund ernährt und vor allem, wie gesagt, deutlich die Ernährungszufuhr hochdreht. Also nicht, das ist ganz wichtig, euer Trainingslager
kalorisch noch reduzieren. Aber wie ist das mit dem bewussten Overreaching? Ich trainiere so viel, dass irgendwie mein Körper ja so ein bisschen, sagen wir mal, kaputt geht. Ist das überhaupt wünschenswert? Haben wir dann, ist das nicht eigentlich schlecht sogar für unsere Athleten? Und hier haben wir eine Studie mit 9 Radfahrerinnen, die sie untersucht haben, die einen 30-Minuten TT-Performance-Test gefahren sind und einen kognitiven Test gemacht haben, also einen Test, wo die Reaktionsfähigkeit gemessen wird. Und dann kriegst du Bilder und dann hast du dann irgendwie 2 verschiedene Farben, die du sehen musst, musst dann ganz schnell irgendwo auf einen Knopf drücken und dann wird einfach geschaut, wie schnell reagierst du mit komplexen Aufgaben oder einfachen Aufgaben. Einfacher wäre zum Beispiel, drücke, wenn grün leuchtet, leuchte grün, drückst du drauf. Komplexer wäre es, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, dass sie vielleicht hin und wieder mal wechseln und so weiter. Und da konnte man sehen, dass bei Athletinnen, wo metabolisch gemessen worden konnte, dass sie ein Overreach eingegangen sind, also quasi, dass die schon katabol gefahren sind oder dass sie katabole Stoffwechsel hatten, also tendenziell schlechter geworden sind. Das ist Nummer 1, die Mean Power Output während des Zeitfahrens um 7% reduziert war. Und aber auch, dass die kognitive Leistung reduziert war. Das heißt, die Entscheidungsschnelligkeit in diesem kognitiven Test war auch reduziert. Und so konnte man entsprechend auch eine Korrelation aufstellen und hat herausgefunden, dass durchaus eine Korrelation besteht zwischen dem kognitiven Test, also der Reaktionszeit in diesem Entscheidungstest und meinem Overreaching-Syndrom, sage ich mal, und der Reduktion der Leistung meiner Athletinnen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Trainingslager bin, kann ich durchaus theoretisch mal schauen, ob ich mit einem kognitiven Test mein Overreaching so ein bisschen abgreifen kann. Overreaching, wie gesagt, ist nicht per se schlimm, aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass da das System so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, dass auf jeden Fall irgendwo nach einer Anpassung stattfinden muss oder vor allem jetzt eine Regenerationsphase folgen muss. Was mich als VO2 Max-Nerd auch immer wieder interessiert, ist dann direkt immer der Verlauf oder die Werte, die Daten in der Sauerstoffaufnahme. Und da haben sie einmal in einem Trainingslager 2 Gruppen, also Männer und Frauen, untersucht, 8 Männer, 6 Frauen, und dann konnten sie entsprechend schauen, okay, wie sind meine Daten vor dem Test und nach dem Test, also nach einem Trainingslager, nach einer Erholung auch. Was sich feststellen ließ, dass erstmal kein Körpergewicht reduziert wurde. Das heißt, die Athleten haben jetzt erstmal Körpergewicht gehalten, sind nicht deutlich schwerer oder leichter geworden. Was man auch sehen konnte, ist, dass eine Laktat-Schwellenleistung sich deutlich erhöht hat. Also sind von 278 vorher im Mittel auf 296 Watt, also waren recht gute Athleten und Athletinnen. Und dass eine Laktatschwelle auch dann entsprechend in pro Kilo, also eine relative Schwelle, also Watt pro Kilo, sich auch verbessern konnte von 3,33 auf 3,53 in einem relativ kurzen Zeitraum. Was ich ebenfalls besonders interessant finde, ist die Sauerstoffaufnahme bei unserer Schwelle bei den Athleten. Und zwar hat die sich nämlich reduziert. Das heißt, gleiche Sauerstoffaufnahme, mehr Leistung oder wiederum gleiche Leistung, weniger Sauerstoff. Es klingt so ein bisschen wie eine Art Ökonomisierung. Also meine Athleten brauchen auf einmal weniger Sauerstoff für die gleiche Leistung. Die Autoren hatten erst vermutet, dass es sich bei der Ökonomisierung um eine Art Verbesserung der lokalen Sauerstoffsättigung handelt, hatten dies aber messen können und dadurch widerlegen können. Das heißt, die lokale Sauerstoffsättigung war gar nicht höher und daher ließe sich die Vermutung, dass vor allem die neuronale Ansteuerung, vor allem letztendlich, sagen wir mal, leistungsgenerierender Muskelzellen, deutlich verbessert wurde. Das heißt, sie haben erst einmal durch den Bewegungsablauf, und das ist relativ interessant, dadurch, dass sie einfach nur auf dem Rad sitzen, die ganze Zeit treten, 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 eine Verbesserung der neuronalen Ansteuerung der Muskulatur dann nachher auch einherbekommen, verbessern sie letztendlich das muskuläre Zusammenspiel auf dem Pedal, und das wiederum kann dafür sorgen, dass dann eine Sauerstoffaufnahme an der Leistung geringer wird. Also gar nicht irgendwie lokal mehr Sättigung, sondern einfach das muskuläre Zusammenspiel, der Bewegungsablauf auf dem Rad sich verbessert hat. Und das wiederum stützt die These, dass ein Trainingslager im Frühjahr vor allem sinnvoll sein kann, wenn ich erstmal aus kürzeren, intensiveren Sessions komme und jetzt vermehrt auch auf die Straße wieder gehen möchte, dass ich einfach nur Umfänge überhaupt erstmal fahre, um potenziell sowas wie eine neuronale Ansteuerung, eine Sauerstoff-Leistungsbeziehungsverbesserung einherzugehen, aber auch dann eine fauler Max-Senkung zum Beispiel bekomme, wenn ich das möchte, hinsichtlich zum Beispiel sowas wie Vorbereitung eines Radmarathons oder eines Triathlon-Wettkampfs. Abschließend möchte ich euch 2 Key Facts mitgeben, die meiner Meinung nach wichtigsten Key Facts für euer Trainingslager. Nummer 1, plant euer Training wirklich strukturiert nach einem sauberen Aufbau, falls ihr da nicht sicher seid. Wir haben hier einmal verlinkt unsere Trainingspläne, da könnt ihr mal schauen. Wir haben 10 oder 14 Tage in 2 Leistungsklassen aufgestellt, wie ihr euch entsprechend orientieren könnt, damit ihr nicht am Anfang, sobald die Sonne rausscheint und ihr rausgeht, kurz fährt, erstmal wie bekloppt durch die Gegend strahlt. Und der zweite Key Fact ist vor allem, dass ihr auf eure Ernährungszufuhr achtet. Das heißt, euer System jetzt deutlich mit mehr Energie belastet, also entsprechend auch Energie zuführen solltet, vor allem Kohlenhydrate und Fette und Proteine, aber nicht auf zusätzliche Proteinzufuhr immens achten müsst, wenn ihr vor allem genug Energie zuführt. Ich hoffe, für euch geht es auch bald ins Trainingslager, dass ihr ersten Sonnenstrahlen auf die Haut bekommt und mal wieder kurz fahren könnt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob für euch ein Trainingslager ansteht oder halt nicht, und dann können wir gerne darüber diskutieren, wie ihr euer Training am besten gestaltet und was man am besten noch zusätzlich da unterstützen könnte. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Tschüss!